Wir haben ein spannendes Thema und zwar Waldeinlage in Paraguay und zwar in der Kaufvariante. Derjenige, der den Wald besitzt, ja, der bestimmt ja, wann er geschlagen wird, wann er geerntet wird. Kann früher, kann später, kann nach Empfehlung sein. Und in dem Teil und zu diesem Zeitpunkt und zuerst dann zu diesem Zeitpunkt wird er dann halt wieder Geld, also eigentlich die Werte aus dem Sachwert in Geldwert übertragen. Ja, in der Zwischenzeit mag sich heute noch keiner vorstellen wollen, ja. Oder die wenigsten vielleicht kann mit der Währung ja ganz was anderes passieren. Die kann sich ja links oder rechts gedreht haben oder eine Rolle oder heißt dann auf einmal halt anders, ja, weil wir reden hier über einen Erntezyklus von 18 Jahren. Hätten wir den zweimal durchgespielt, ja, da gab es für einen Teil des Deutschlands noch nicht die D-Mark halt, ne? Wir wissen nicht, was alles in dieser Zeit auf der globalen Bühne passiert. Wir wissen aber, dass ein Baum 18 Jahre braucht, bis er geerntet wird. Vielleicht noch zu diesen Erträgen, die man dort rausbekommt. Wenn man irgendwann mal vielleicht nicht mehr in Deutschland sesshaft ist, für uns spielt es keine Rolle, wohin wir das Geld auszahlen. Das Geld wird in Paraguay erwirtschaftet. Irgendwann wird das Holz geerntet. Das Holz wird normalerweise in Paraguay in US-Dollar gehandelt und wir können auf jedes US-Dollar-Konto in der Welt überweisen. Wir können, wenn Sie in Paraguay ein Konto haben, können wir in paraguayischen Guarani das Geld direkt auszahlen. Spielt für uns überhaupt keine Rolle. Sie bekommen von uns eine Ernteabrechnung und da müssen Sie uns eine Bankverbindung mitteilen. Und dahin geht nachher das Geld. Was vielleicht noch mit dazu kommt, was so zwischen den Jahren kommt, was wir jetzt hier gar nicht aufgeführt haben, wir zertifizieren alle unsere Neuaufforstung. Das heißt, die werden nach dem VCS, nach dem Verified Carbon Standard zertifiziert und damit sind unsere Waldflächen in der Lage, CO2-Zertifikate oder CO2 zu speichern, das tun sie so oder so, aber Zertifikate zu generieren, die dann auch gehandelt werden können. Und das sind reine Zusatzerträge, das heißt, die sind bei uns nirgendwo mit einkalkuliert, die kommen einfach obendrauf und also jetzt beispielsweise 2022 im zweiten Halbjahr, wir werden jetzt ungefähr 1,5 Millionen an unsere Investoren ausschütten aus CO2-Zertifikaten. Mit denen hat niemand gerechnet. Die kommen einfach obendrauf. Und das macht auf den Investor runtergerechnet, jetzt bei so einer Investition von 40.000 Euro, sage ich mal, ungefähr 1% Rendite, was da nochmal obendrauf kommt aus den CO2-Zertifikaten. Wenn wir die jetzigen Preise uns anschauen, die Preise sind dort aber tendenziell deutlich steigend. Das heißt, es kann gut sein, dass da nochmal vielleicht 2-3% aus den CO2-Zertifikaten kommen. Diese Zertifizierung findet so alle 2-3 Jahre statt. Und immer wenn die Fläche zertifiziert worden ist, wird quasi dann 2-3 Jahre später geschaut, okay, wie war der Wachstum in den vergangenen 2-3 Jahren? Und dementsprechend ergibt sich die Menge an CO2, die dann rauskommt, über diesen Zeitraum. Und wir verkaufen diese Zertifikate oder handeln die über ein Partnerunternehmen, die darauf spezialisiert sind. Man braucht da nichts dazu tun, man hat da auch kein Risiko. Das heißt, wenn die Zertifikatspreise in den Keller sausen, die Kosten für die Zertifizierung übernehmen wir. Wir bekommen dafür dann einen Anteil an dem erzielten Verkaufspreis. Aber es sind letztlich einfach nur Zusatzerträge, die man bekommen kann. So eine Art Dividende, würde ich mal sagen, die nicht jedes Jahr kommt, sondern alle 2, 3 Jahre, kann man damit rechnen, dass da einfach Erträge kommen. Und das ist ein ganz, ganz netter Nebeneffekt und für die Zukunft eben auch sehr, sehr spannend. Mit den CO2-Zertifikaten habe ich das dann richtig verstanden. Das heißt, je höher der Wald nachher ist, wenn es alle 2 Jahre bewertet wird, dann je höher der Wald nachher ist, desto mehr Zertifikate springen dabei raus. Je mehr Volumen der Wald zunimmt, umso mehr Zertifikate bekomme ich genau. Also letztlich pro Kubikmeter werden ein paar Tonnen CO2 sozusagen generiert. Und je besser der Baum wächst, umso mehr CO2 bekomme ich hier. Was kann man derzeit so sagen, durchschnittlich pro Hektar, was Sie da erzielt haben? Also wir haben jetzt, lassen Sie mich überlegen, also wirklich ganz, ganz konservativ gerechnet. Wir haben den günstigsten Preis, was oder den schlechtesten Preis, den wir erzielen konnten für eine Tonne CO2, waren abzüglich aller Kosten für Zertifizierung etc., waren das nachher pro Tonne 4,20 Euro.
12, glaube ich, übrig geblieben sind für den Investor. Und wir rechnen von uns, von der Firma Miller, mit 20 bis 25 Tonnen CO2. Das heißt, da liegen wir irgendwo so bei, ja, 80 bis 100 Euro pro Hektar im Minimum. Wir haben aber auch im letzten halben Jahr Preise erzielt von über 21 Euro für die Tonne CO2. Das heißt, da liegen wir dann deutlich höher an Erträgen. Und man muss dazu sagen, diese 20 Tonnen bis 25 Tonnen, das ist unsere interne Rechnung. Das heißt, wir rechnen nur mit dem, was rein aus dem Holzzuwachs an CO2 generiert wird. Diese Standards, diese internationalen, die diese Bewertungen machen, die rechnen eigentlich deutlich mehr, weil die zum Beispiel auch sagen, dass das Wurzelwerk im Boden CO2 bindet. Da verbleibt CO2. Die rechnen zum Beispiel auch, wenn anstelle unserer Aufforstung dort auf so einer Fläche Rinderwirtschaft betrieben worden wäre, die wiederum schädlich ist. Das heißt, die kommen auf einen deutlich höheren Wert. Die kommen auf also über 30 Tonnen, 35 Tonnen pro Jahr. Und dementsprechend kommt da schon was zusammen. Man muss jetzt eben schauen, in welche Richtung diese Preise sich weiterentwickeln. Also wir haben viele Projektanfragen von Projektentwicklern, die rein nur Wald pflanzen möchten wegen dieser CO2-Zertifikate. Die rechnen mit Preisen. Wir haben in unserer neuen Broschüre, die wir jetzt gerade fertiggestellt haben, die wird voraussichtlich im September wahrscheinlich dann auch versandt werden an unsere Investoren und auch dann an Interessenten, haben wir eine Prognose von einem dieser Spezialisten, die wirklich nur mit diesen Zertifikaten handeln. Die sind da irgendwo in den nächsten 10 Jahren irgendwo nochmal bei einer Vervierfachung von diesen Preisen, von diesen 20 Dollar schon oder 20 Euro, die jetzt da schon erzielt worden sind. Also dass es dann Richtung 40, 60 Euro pro Tonne gehen. Wäre natürlich für unsere Investoren natürlich toll. Wir sind da ein bisschen konservativer, weil wir einfach sagen, also wenn die Tonne CO2 irgendwann mal so teuer wird für ein Unternehmen, wie soll ein Unternehmen, das dieses CO2 kauft, dann noch wirtschaftlich agieren können? Also das funktioniert aus unserer Sicht langfristig nicht, weil ja, das muss ja auch irgendwo wieder reinkommen. Aber wir lassen uns da gerne eines Besseren belehren und freuen uns natürlich, wenn die Preise da durch die Decke gehen. Das, was wir jetzt in der Vorschau gesehen haben, ist das, was jetzt ausgezahlt wird. Könnte mehr werden, könnte eventuell auch weniger werden. Jetzt kann man natürlich ein bisschen in der Historie schauen, wie häufig gab es eine Punktlandung, wie häufig lag man hinterher dann doch noch einen Tick höher bei der Auszahlung als in der Renditevorschau angezeigt. Also ich glaube, eine Punktlandung gab es noch nie, weil also das wäre sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir auf 18 Jahre ganz genau den Holzpreis voraussagen können und ganz genau auf den Kubikmeter das Holz, was geerntet wird. Also das hatte ich mal tatsächlich mitbekommen, dass mir das ein Investor mitgeteilt hatte, dass er das bei einem anderen Investment so bekommen hat. Genau eine Punktlandung, da muss ich ganz klar sagen, das wirkt für mich so ein bisschen mit hingemauschelt und hingedreht, dass es passt. Also das wird es bei dem Wald wahrscheinlich niemals gehen, dass man genau auf den Cent genau oder auf den Euro genau die Auszahlung haben. Aber das Ziel ist natürlich, dass wir drüber liegen und gerade in der Kombination mit dem Grund und Boden, da ja, muss eigentlich viel passieren, dass wir das nicht erreichen. So könnte das jetzt für Sie laufen. Der Großteil hat ja schon das Infopaket angefordert in Vorbereitung zum Webinar, von daher könnte auch die eine oder andere Frage schon vorbereitet sein. Dann Kontakt aufnehmen, Fragen stellen, nochmal alles durchsprechen, Grundstück aussuchen, wenn möglich, wenn noch vorhanden, und dann den Grundstückskauf und Aufforstungsvertrag nach deutschem Recht in deutscher Sprache abschließen. Falls irgendwie im Nachgang noch irgendwie Fragen auftauchen sollten, ich bin die nächsten Wochen relativ gut im Büro erreichbar, bin nicht mehr im Sommerurlaub oder dergleichen, also wenn da irgendwas wäre, erreicht man mich normalerweise von 9 bis 18 Uhr im Büro. Und ja, vielen Dank von meiner Seite und einen schönen Abend an alle zusammen.